Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. Schon wieder, ja. Krass, ne? Schon der zweite jetzt. Alter, das ist heftig. Wow. Wir fahren heute mit unserem Englischkurs ins Kino. Und Bjarne wollte unbedingt, dass ich meine Kamera mitnehme und mit ihm aufnehme. Und deswegen mache ich wieder einen Vlog. Ich denke, das wird ein relativ kurzer Vlog werden. Also nicht unbedingt so lang wie der letzte. Ich weiß gar nicht, wie lang war der letzte. 10 Minuten? Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Ja, fast knapp 11 Minuten, Alter. Respekt. Auf jeden Fall. Vlog. Ja, ich chille gerade noch zu Hause. Wir müssen erste, zweite nicht zum Unterricht, weil wir Englisch haben und sie hat gesagt, ja komm, egal. Wenn wir hier ins Kino fahren, dann fahre ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann das da beginnt. Ich hoffe, Bjarne schreibt mir gleich mal zurück. Wäre nämlich ziemlich gut. Auf jeden Fall, ja, es ist 7:30. Ich werde jetzt mich gleich fertig machen. Duschen, Haare machen, Zähne putzen und so. Dann muss ich noch Pokémon und Luffy aufnehmen. Da ja am Wochenende kein Part kam, weil Freitag bin ich dazu nicht gekommen, für Samstag aufzunehmen. Samstag auch nicht und Sonntag kam der Vlog. Und ja. Ja, deswegen muss ich noch aufnehmen. Und dann kommt heute vielleicht auch noch ein Stream. Das heißt am Montag. Ich weiß nicht, wieder kommt, glaube ich, Dienstag online. Ist noch nicht. Egal, auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns irgendwie nach fertig machen wieder. Ich glaube, das werde ich auch noch ein bisschen aufnehmen. Irgendwie, keine Ahnung. Nee. Ah, weiß ich noch nicht. Seht ihr dann. Auf jeden Fall, bis gleich. So, Leute. Was geht? Wow. Alter. Sieht das links da mit dem Licht voll krass aus. So zumindest. Boah. Ja, was geht? Moment. Ich schaff das. So. Ja, ich bin jetzt fertig. Hab auch schon perfekt fertig aufgenommen. Videos sind jetzt auch oben am Rendern. So. Und ja, dann werde ich gleich losfahren. Alter, das ist so krass schönes Wetter schon, ne? Es ist gerade mal irgendwie kurz vor 9 oder so. Guckt euch das mal an. Es ist da. Sonne. Sonne. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich habe den Bildschirm nicht gesehen, weil die Sonne so krass aufgestrahlt hat. Auf jeden Fall, ja. Videos sind am Rendern. Ich werde gleich losfahren. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ja. Auf jeden Fall werde ich so um 8:45 losfahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Kino wieder. Vielleicht werde ich den Weg dahin vielleicht so ein bisschen aufnehmen. Weiß ich nicht. Je nachdem, ob ich es schaffe während der Autofahrt. Irgendwie ein bisschen aufzunehmen. Wenn nicht, halt einfach vom Kino. Dann würde ich sagen, bis später. Wir haben den Film fertig geguckt. Wie fandest du den Film? Ich fand den Film an sich gut. Ich fand es auch witzig, wie er mich am Ende geguckt hat, und das gesagt hat. Ich fand, es waren zu viele Handlungsstränge in verschiedene Richtungen, die nicht zu Ende erzählt worden sind. Ja. Aber ansonsten war er gut. Markus, den. Ja, jetzt kann ich in der Lüge vor und suche den Bahnhof oder das Parkhaus. Ja, Bahnhof ist hinten. Einfach gerade durch. Ah, cool. Okay, dann suchen wir nur das Parkhaus. Das Parkhaus weiß ich, wo das ist. Da ist einfach nichts mehr. Ja, okay. Gut. Ja, ich muss nämlich. Muss den Weg überhaupt aus Lüneburg wieder rausfinden. Ich kenne den Weg einfach nicht. Ich kenne mich in Lüneburg so null aus. Das ist schon mal schlecht. Ja, Mann. Aber gut.
So, Björn, muss ich da lang? Ja, ich muss da lang. So, ich würde sagen, dann war's das hier erstmal. Schön, dass du auf dem Video dabei warst. Noch ganz du kurz. Du musst dir den Handy auch mal schicken. Also. Achso, ja, wenn ich das hinkriege, ja. Ich gebe tatsächlich USB-Stick mit rein. Ja, okay. Gut, Leute, dann sehen wir uns später wieder. Haut rein. So, Leute, was geht? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Mach mir jetzt noch einen Kaffee. Und ja, ich weiß, der Vlog war nicht lang. Ich habe aber auch vorher gesagt, dass der nicht wirklich lang werden wird, wahrscheinlich. Es war aber, wir waren ja in Lüneburg im Kino, ne? Und ich dachte, wir gucken halt im Filmpalast. Also bin ich da hingegangen, bin da hingefahren halt mit dem Auto, habe ich schon ins Parkhaus gestellt, hat das Ticket halt schon alles, ne? Bin gerade aus dem Auto ausgestiegen, ruft mich Bjarne an. Ja, Maxi, wo bleibst denn du? Ja, ich bin gerade im Park, habe ich gesagt, ja, ich bin gerade ins Parkhaus gefahren. Er so, ja, du weißt aber schon, dass wir nicht im Filmpalast gucken. Ich so, geil. Wo gucken wir denn? Er hat mir halt gesagt, dass wir in diesem anderen kleinen Mini-Kino in der Stadt gucken. Und dann habe ich halt, bin ich wieder aus dem Parkhaus rausgefahren. Hab, wow, Licht, krass, tight. Dann musste ich erstmal den Weg überhaupt dahin finden. Ich kenne mich in Lüneburg nämlich null aus. Musste ich da erstmal hinfahren, hab mich da dann im Parkhaus gestellt. Und das in der Innenstadt da halt. Musste dann noch ein bisschen latschen zu Fuß bis zu diesem Kino. Ich war halt erstmal ein bisschen zu spät. Die haben mir zum Glück die Karte zurücklegen lassen an der Kasse. Und ja, haben wir den Film geguckt. Und der war gar nicht so scheiße. Vor allem erstmal, ich komme rein, meine Lehrerin guckt mich so an. Richtig abgefuckt, aber es war witzig. Und ja, haben wir den Film geguckt. Der war an sich gar nicht mal so schlecht. Der hieß Ein Hologramm für den König. An sich war der Film ganz in Ordnung. An manchen Stellen war er ziemlich witzig. Aber sonst, weiß ich nicht, war irgendwie, ging so. Es war okay, aber es war halt jetzt nicht so, wow, sowas Herausragendes, wisst ihr. Und ich sollte mal meinen Kaffee besser von oben holen. Auf jeden Fall, ja, war der Film immer vorbei. Bin ich mit Bjarne noch zu Macis gegangen. Und dann habt ihr ja den Teil gesehen, den wir aufgenommen haben. Und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich manchmal echt immer noch komisch, wenn ich so in der Öffentlichkeit aufnehme. Ich weiß nicht, Menschen gucken dann immer so komisch. Ich muss das noch irgendwie, weiß nicht, muss es noch irgendwie hinkriegen, dass ich das nicht mehr komisch finde. Ich finde es nicht peinlich, aber es ist halt ein komisches Gefühl, sag ich mal. Deswegen. Naja, auf jeden Fall, ja. Bin ich jetzt wieder zu Hause, lade gleich die beiden Videos hoch, wenn sie schon fertig gerendert sind. Nehme vielleicht schon die Videos für morgen auf, weiß ich noch nicht. Und genau, noch ein Infovideo kommt, dass ich heute streamen werde. Und ja, ansonsten hoffe ich, es euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen, dieses Video bewerten. Zeigt es auch gerne euren Freunden, teilt es auf Facebook, Twitter, whatever. Schaut auch gerne mal bei Twitter, Instagram und so vorbei. Links in der Beschreibung. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Whoosh!